Hey und herzlich willkommen. Ich werde versuchen, bis Halloween die nächsten 7 Tage täglich ein Video davon zu bringen. Und jetzt stehen wir mal direkt rein. Ich habe irgendwie Angst und die Neuerung des Tages. Man sieht jetzt meinen Puls. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich habe mir gedacht, bei Horrorspielen kann das schon witzig sein. So, nochmal von vorne, weil es so lustig war. Wenn ihr Bein abgetrennt wird, müssen sie es schnell wieder anbringen oder sie verbluten. Nachdem sie ihr Abgerissen gefunden haben, benötigen sie erste Hilfe zusammen zu heilen und wieder anzubringen. Ja, schön. So. Die Oma, was irgendwie nicht gut macht. Schauen Sie mal alles in Ruhe durch. Ich bin Stiefel von Evelyn draufstehen. Ist sie verschlossen? Eigentlich würde ich nicht zu ihm gehen, aber ich glaube, ich muss. So, er ist wieder da. Und ich glaube, ich muss leider da umgehen. Hi. Tschüss. Ach, dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davon schleichen? Ja, sicher. Erster Plan? Ja, was denn? Gib mal. Na? Hallo? Wie ist das hier? Zumachen. Plan ist einmal den Schlüssel holen. Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott! Das war irgendwie erschreckender als beim ersten Mal. Ich nehme die Abkürzung, gell? Danke. Da ist der Schlüssel. Schlüssel für Kellerklappe. Cool. Cool. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt wieder umdrehen sollen. Ich renne da wieder zurück. Es hilft nichts. Ich muss zur Kellerklappe. Hi. Oh mein Gott. Er ist hinter mir. War der jetzt zu? Er ist nicht zugegangen. Wir machen die Kellerklappe auf. Wo ist? Du bist ins falsche Haus gekommen, ja. Junge. Help me. Wow. Aua. Nicht schon wieder. Nicht Fuß. Aua. Oh, fuck. Ich finde es lustig, Amputationen durchzuführen. Jetzt nehme ich mein Bein, ja? Okay, und wie mache ich das wieder an mit Erste Hilfe? Damit kannst du dein Bein. Das ist die Erste Hilfe! Du schaffst das! Hier schaffe ich das, ich bin gut. Erste Hilfe! Jetzt bin ich wieder safe. Einfach drauf. Bisschen Alkohol drauf. Gut ist. Oh, das funktioniert sich. Oh mein Gott, meine Hand ist auch schon wieder so hart. Was zum Teufel? Ja, wahrscheinlich geht es. Durr! Seite! Lauf! Hier kommt's! Im Zug muss. Kraut, das kann ich mitnehmen. Oh mein Gott. Du gehst nirgendwo hin! Hier geh wohin. Ich geh jetzt zur Kellerklappe wieder, die war vorher schon mal offen, oder? Ja, oh wieder! Tschüss! Wir gehen weiter. Ah, verfolgt, ne? Unser Rosenbetrag da? Eine dicke Münze.
Eine Münze werde ich brauchen. Hey, mein Fuß ist wieder dran, Jungs. Und Mädels, weiter geht's. Ich hab mir alles unter dem Spiel vorgestellt, nur das nicht. Wie ist denn da gekommen? Alles klar. Einfach zuschauen. Wir speichern wieder. Hey, wir haben wieder ein Bad weiter geschafft, cool. Wir haben eine Karte gekriegt. Wir sind im Waschraum. Wir müssen auf jeden Fall aus dem Haus fliehen. Ich kann Objekte verstauen. Tu mal die Münze rein. Das Kraut nehmen wir mit. Und die Munition auch. Die riechen furchtbar, ja. Das, da riecht sicher wahrscheinlich alles furchtbar, nicht nur das. Flüssige Chemikalie und Kraut. Kann ich kombinieren und ich habe daneben eine Smartwatch, was mein Puls. Okay. Würde ich das kombinieren. Mit Kraut wird natürlich zur Erste Hilfe. Cool. Sollen wir das jetzt drüber bauen? War die gut? Ich glaube schon. Kann sein, dass jetzt wieder besser ist. Drehen. Das war's. Ausschütteln. Dietrich. Entriegelt. Ich schau mal kurz mal die Tasten durch. So. Jetzt geht's wieder weiter, wenn wir ein bisschen beruhigen müssen da. Na, Spaß. Telefon. Dann gehen wir ans Telefon. Gut gemacht, Ethan. Zoe, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Das war aber gerade ein bisschen leise. Reizendes Mädchen. Wow. Sie hat uns gerade gesagt, wo wir hin müssen. Aber leider. Schauen wir mal. Wir sind wieder da. Schauen wir mal. Die Tür ist zugegangen. Hey Bro, jetzt gerade schon. Ich habe noch immer nichts. Sie hat sicher gesagt, was ich machen soll. Ja. Ja. Schlüsseldienst. Ja, das. Da komme ich weiter. Aber das nächste Mal, wenn ich meinen Fuß verliere. Die Oma ist weg. War da nicht aus zum Aufmachen? Also. Was soll ich da großartig machen? Ich würde das gerne mitnehmen. Like. Watch out, du. Bum bum bum. Ja, gehen wir mal hin. Hey! Hallo. Hey, Sie müssen mir helfen.
Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Krieg die Pistole? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Hey, über das schmeißen. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Hey, ein Messer ist super. Ich kann Klebebänder damit abschneiden. Und das vielleicht zerstören. Ja, Pistole, Munition oder Pistole. Garage, geh mal auf zur Garage, kann nichts passieren. Zack. Nice. Mein Herzschlag schaut super aus. Pierowsk. Wieso das? Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Ah. Das Stopp! Tor aufmachen! Das Tor! Schnell, kommt er her! Wo kommt er her? Das juckt mal gar nicht. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen! Jeden Schuss richtig. Oder nicht? Ey, der hat mehr Munition. Oh mein Gott. Als ob er mit der. Kommt er nicht hin. Der macht alles hin. Du denkst, du kannst mir wehtun? Ja, sicher kannst du wehtun. Aber das ist ziemlich Sache. Nein! Noch einmal den. Du und deine Scheißkarre können mich mal. Bitte, bitte, bitte. Flüssige Chemikalie. Aber. Er gesteigt ins Auto ein. Fang besser an zu laufen, Junge. Was macht er? Ich hab das Wait a minute. Was soll ich machen? Aua! Alter Schwede! Ich krieg die, hä? Oder ich renn da einfach raus, aber irgendwie, wo ist denn das Tür gewesen? Auwe, auwe. Erste Hilfe, ja? Da ist keine Tür mehr. Ich werde nur einen Schlitzen nehmen. Das ist ja random, Alter. Kann ich einmal aufhören? Mit dem Auto fahren? Oh mein Gott, danke. Es brennt. Er brennt. Oh Junge, schau, was du angestellt hast! Scheißkerl! Wieso sterben die da alle noch? Zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Oh mein Gott. Du bringst mich hoch. Oh mein Gott. Er ist ein Motocross, du. Ist er hin endlich? Mann, das kann man ja überleben. Er steht wieder auf, gell, mit der Schaufel. Na. Er ist hin. Ja, das beruhigt mich jetzt mal. Aber der Zustand von dem Haus beruhigt mich sicher nicht. Da wären die Autoschlüssel gewesen.
Holy fuck, er ist nicht hin! Junge, du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Hey, ein Schuss mal kommt. What the fuck? Was waren seine letzten Worte? Hey. Was? Was war das? Oh mein Gott, wir haben wieder Munition. Wieso finde ich das während dem Kampf nie? Nachher finde ich wieder alles. Junge. Das kannst du nicht ausmalen, was da gerade passiert ist. Abo. Tja, das Messer ist sowieso komplett useless. Ochsenstatue. Das wollte ich haben jetzt. Stark. Das Motocross wäre halt eine Ehre gewesen. Mein Auto können wir nicht mehr verwenden. Drucken wir mal drauf. Ja gut. Der Plan ist zur Eingangshalle kommen. Steht nirgends Eingangshalle. Da müsste jetzt eigentlich so gehen. Ja gut. Den Polizisten gibt's auch nicht mehr, der hat mir kurzzeitig so gut dann. Geräusche hier. Der ist schon wieder zugesperrt. Na, aber da gehen wir jetzt nicht hoch. Noch 10 Schuss. Der dumme Ochs, ne? Eben ein schlauer Dude. Arrogant. 2013. Von vorhin. In der Eingangshalle. Können wir das wieder kombinieren? Jetzt will ich das wieder nehmen. Eigentlich geht es mir ziemlich gut. Nehmen wir es mal nicht, auch wenn du das ganze Zeit Blut hast. Cheesepulver, soll jetzt meine eigene Munition herstellen? Das ist schon finster war mittlerweile draußen. Na, Münze, yay, mit dem Pelikan drauf, I guess. Ein Elefant, die Zoe. Mit dir aber immer ein Dirty. Lass mir das. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Kommst du es vielleicht sogar hin? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Alles klar. Du musst einen Weg aus dem Haus finden. Da durchs Fenster. Die Gemüse.
Schlüssel. Mein Autoschlüssel wird passen, ne? Ein Uhrbändel. Jetzt will ich das Bändel jetzt bei der anderen Uhr anbringen. So. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Das war anscheinend die Liste, was wir vorher gefunden haben. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber von Journalisten, dass eine Suche nach Helene Midkiff eingeleitet wurde. Eine Kollegin, College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste, von Mrs. Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind von Touristen und nicht Selbsthafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, die Befragungen von Einwohnern durchzuführen sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Cool. Ich bin ja beruhigt. Du hast immer dahin ein Bändel. Living Room. Netter Versuch. Ja, so wirklich ein netter Versuch. Ein Adler. Jäger der Lüfte, das Gemälde zeigt einen Hund, der bellend ausschaut. Ich glaube, wir müssen irgendwas Adlermäßiges dahin halten, aber. Schauen wir mal. Und das Pendel kehrt in den Living Room hin. Aber ich will nicht mehr in den Living Room. Wir können aufgehen, wir können umgehen. Das ist der erste helle Raum, oder? Wir haben Shotgun. Das ist cool. Und noch Anschuss. Wo steht denn Anschuss hin, damit die Leute da rauskommen? Zu verwendendes Objekt. Aha! Geben wir ihm ein Bändel. Jetzt will ich mir jetzt wieder die Shotgun geben. Sorry, wir brauchen ein Objekt, das ungefähr so schwer ist wie eine Shotgun. Wait a minute. Eingangsbereich. Ah, da brauchen wir einen Schlüssel. Da ist ein Skorpion. Wieso ist da ein Skorpion? Okay. Da brauchen wir 3 Köpfe. Da ist ein Skorpion, da geht's auf. Hey. Das sind die Rätsel, ich hab gar nicht gewusst, dass es so rätselhaft wird auf einmal. Gehen wir mal auf. Was ist denn da oben? Die Schlange? Cool. Von ihr haben wir schon einen Stiefel angefunden. Hallo Oma. Lange nicht mehr gesehen. Nehmen wir mal das Messer. Man kann die Oma nicht umbringen. Ja, dann würde ich mir vielleicht aufsetzen. Wieso sind so wieder so viele Geräusche? Hey, der Spiel macht.
Und wieder antike Münze. Ist das Monopoly? Ja, was ist das? Bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Aha. Ne, Kuh. Was ist, wenn ich sage, dass ich nicht aussehe, Bro? Ach, da ist eine Videokassette. Mia! Ja, dann gehen wir halt wieder mal. Was ist das für ein Buch? Da ist sicher was drinnen, oder? Hey, das kann man sicher was machen damit. Mach auf! Dann halt. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm von ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten aller Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster abstecken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bajou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, soll es sicher der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay. Lesen ist dann einmal Stärke. Ah ja. Dann legen wir die Videokassette ein. Nee.